Stück geht es um Lou, die ist 13, die ist hochbegabt, hat ein paar Klassen übersprungen und muss jetzt für die Schule ein Referat halten über das Thema Obdachlosigkeit und freundet sich dann daraufhin mit einer Obdachlosen an, mit der No. Und ja, das Referat rückt mit der Zeit ein bisschen mehr in den Hintergrund und sie versucht tatsächlich, No da irgendwie rauszukriegen, ein neues Leben reinzukriegen zusammen mit Luca, ihrem besten Freund. Ich weiß nicht, ob meine Mutter davor oder danach mit dem Trinken angefangen hat. Sie hat nur noch Bier in Achterpacks gekauft und den Einkaufswagen mit Weinflaschen gefüllt. Wir sind dann in eine Sozialwohnung gezogen. Meine Mutter wohnt dort immer noch. No und ich zielt darauf ab, Jugendliche das Thema Obdachlosigkeit näher zu bringen. Vielleicht ein Thema, was in der Schule nicht wirklich angesprochen wird, wo man nicht wirklich weiß, wie soll man reagieren, wenn man einen Obdachlosen auf der Straße trifft oder sieht, wenn man angebettelt wird, wie soll man reagieren. Und No und ich hilft eigentlich dabei, sich eine eigene Meinung zu der ganzen Thematik zu machen. Du bist obdachlos? Hä? Hier vielleicht irgendjemand Interesse an der Zeitung oder... Obdachlosigkeit definiert den Zustand, in dem ein Mensch über keinen festen Wohnsitz verfügt und im öffentlichen Raum, also in freien oder Notunterkünften, übernachten muss. Langzeitobdachlose sind heute in den Großstädten präsent. Abfällige Bezeichnungen wie Penner oder die Gleichsetzungen mit Bettlern sind im städtischen Alltag weit verbreitet. Ich glaube nicht, dass es totgeschwiegen wird. Ich habe eher das Gefühl, dass darüber eigentlich überhaupt nicht geredet wird. Man nimmt es an, aber man spricht nicht weiter darüber. Es kommt einer, der bettelt und oder sitzt da und singt und den gibt man entweder Geld oder nicht. Und das ist ein kurzer Moment, den man da hat, wo man sich Gedanken drüber macht, oh, hätte ich ihm doch Geld gegeben oder lieber nicht, warum habe ich ihm das Geld gegeben? Und 2, 3 Schritte weiter ist es eigentlich schon aus dem Kopf. Und das ist schade eigentlich, weil diese Menschen betreffen uns alle. Ich meine nicht nur die betteln, sondern auch die, die sich verstecken. Wir müssen endlich anfangen, sie zu sehen. So richtig zu sehen. Die stinken ja schon bis zum Himmel. Wenn jeder von uns einen Obdachlosen bei sich aufnehmen würde, dann gäbe es weniger Menschen auf der Straße. Wir brauchen eine Struktur. Was für eine Struktur? Ja, für ihn genau so ein Gespräch. Ja, was für ein Gespräch? Um jemanden davon zu überzeugen, einen Obdachlosen bei sich daheim aufzunehmen. Wir haben uns mit verschiedenen sozialen Projekten auseinandergesetzt, unter anderem mit Streetworkern getroffen, interviewt, haben auch mit ein paar Obdachlosen selbst gesprochen oder hier Strohhalm ist ja auch eine Anlaufstelle für Obdachlose in Regensburg, mit denen haben wir uns auch in Kontakt gesetzt, um da einfach ein bisschen mehr tatsächlich über das Thema zu erfahren, um dann Jugendlichen dann auch wirklich was dazu erzählen zu können, wenn es da irgendwie Fragen zu gibt. Siehst du die? Ulrike! Mit der habe ich mich nun um eine Zigarettenkippe geprügelt, die halb aufgeraucht am Boden lag. Als Andenken habe ich ein bisschen Haare von ihr und sie mein Blut an ihren Klamotten. Das sind ganz normale Frauen, die ihren Job verloren haben oder von zu Hause weggelaufen sind, weil sie verprügelt oder vertrieben wurden. Das musst du in deinem Vortrag sagen. Also wir spielen No und ich das nächste Mal im W1. Zentrum für junge Kultur in der Weingasse 1 in Regensburg. Und das ist dann am 8. Februar, am 23. und am 30. März, jeweils um 16 Uhr.